So, ja, dann darf ich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Benedikt Maugner. Ich bin beruflich prinzipiell Schulbuchverleger und Schulbuchautor. Ich habe für Geschichte die Reihe Unsere Vergangenheit verfasst und ich habe für die digitale Grundbildung das Werk Connected World verfasst. Das ist das erfolgreichste Schulbuch für die digitale Grundbildung in Österreich. Also, falls Sie ein Schulbuch für die digitale Grundbildung haben, dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von mir. Und zu diesen beiden Büchern und auch zu Büchern von meinen Kooperationspartnern, dem Verlag Lemberger und dem Verlag Hölzl, gibt es zwei Plattformen, die prinzipiell technisch und inhaltlich sehr große Überschneidungen haben. Und die möchte ich Ihnen eben heute vorstellen. Dazu werde ich kurz meinen Bildschirm teilen. So. Ja, das ist mal die Startseite von SIA. Falls Sie die nicht kennen, kein großes Problem. Deshalb stelle ich sie Ihnen ja heute vor. SIA prinzipiell ist eine umfangreiche Plattform mit verschiedenen Inhalten, sowohl was die Schulbücher angeht, als auch was zusätzliche Materialien angeht. Und das ist die Startseite von JEDO. JEDO ist eine Kooperation zwischen SIA und eben den Verlagen Lemberger und Hölzl. Auch JEDO ist eine relativ umfangreiche Plattform mit zahlreichen Inhalten aus den Schulbüchern, die Sie hier sehen. Es handelt sich um die Reihe Genial Duo. Drei Bücher haben wir schon fertig und bis Sommer kommen alle anderen aus der Reihe auch noch dazu. Ja. Ich zeige Ihnen am besten einfach, wie unsere Schulbücher digital ausschauen. Da kann ich Ihnen einfacher erklären, was unser Konzept ist. Wie bei jedem guten Schulbuch finden Sie natürlich als Startseite das Inhaltsverzeichnis, wo Sie ganz schnell zu den verschiedenen Kapiteln hüpfen können. Ich hüpfe gleich in eins hinein. Ich habe mir heute die Händler im Römischen Reich ausgesucht. Mein Spezialgebiet ist die Antike in Geschichte. Prinzipiell finden Sie hier zunächst mal die gleichen Inhalte, die Sie auch in den Schulbüchern finden. Das heißt, Sie finden Informationstexte, Sie finden Karten, Sie finden Bilder, Sie finden Aufgaben dazu. Der große Unterschied ist, dass wir uns bemüht haben, Ihnen einen möglichst großen Spielraum beim Verwenden dieser Inhalte zu bieten. Als Beispiel diese Karte. Hier können wir verschiedene Ebenen aus- und einblenden, je nachdem, worauf Sie zum Beispiel einen Schwerpunkt setzen. Beziehungsweise ist es natürlich auch möglich, die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Gruppen einzuteilen und die Karte mit verschiedenen Aspekten bearbeiten zu lassen. Das gleiche auch auf JEDO. Ich habe hier auch die Seite der Handel im Römischen Reich geöffnet. Ebenfalls wieder die Inhalte aus den Schulbüchern. Und hier haben wir noch zusätzlich eingebaut ein Video aus der Dokumentation Terra X vom ZDF, das in dem Fall eine römische Straßenkarte, von der es allerdings nur eine Kopie aus dem Mittelalter gibt, kurz vorstellt, wie diese Karte funktioniert. Und dann dazu passend natürlich auch Aufgaben. Hier sehen Sie den Ausschnitt, der quasi Österreich darstellt. Hier oben ist Vindobona. Und hier drüben ist Carnuntum. Noch einmal die ganze Karte und dann dazu natürlich verschiedene Aufgaben. Denn das ist ja das Herz sowohl der Schulbücher als auch unserer Lernplattform, beziehungsweise unserer digitalen Schulbücher. Genau, dann hüpfen wir wieder zurück zu SIA. Da kann ich Ihnen das nämlich ein bisschen angenehmer zeigen. Sie können nämlich unsere Schulbücher nicht nur so verwenden, wie Sie sie hier vorfinden, sondern unser Ansatz ist, Ihnen möglichst viel Flexibilität zu bieten, gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler alle wichtigen Hilfsmittel, die sie zum Erlernen von bestimmten Kompetenzen oder bestimmten Inhalten benötigen, auch auf der Plattform vorfinden.
Und bei jedem Element, beispielsweise eben bei dieser Karte, ist es möglich, dieses Element auszuwählen, zu einer Unterrichtseinheit oder zu einer Hausaufgabe hinzuzufügen. Das heißt, Sie haben für jede Unterrichtseinheit, sofern Sie sich dafür angemeldet haben, quasi ein leeres digitales Arbeitsblatt, sowohl für die Unterrichtseinheit als auch die Hausaufgabe, und können hier verschiedene Elemente hinzufügen. Hüpfen mal da kurz rüber. So schaut das dann aus. Für jedes Fach und für jede Klasse gibt es eine eigene Startseite. Hier können Sie vor allem Inhalte teilen, die nicht unbedingt lernrelevant sind. Ich habe hier beispielsweise unter Anführungszeichen, weil alles, was Sie bei mir sehen, ist natürlich jetzt frei erfunden, damit wir es dann auch im Internet veröffentlichen können. Quasi ein Projekt, unsere gesunde Jause. Und wie vorhin angesprochen, gibt es für jede Unterrichtseinheit eine eigene Unterseite. Ich habe vorhin eine angelegt. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich das ein bisschen vorbereitet habe. Hier können Sie eben die unterschiedlichen Materialien aus den Schulbüchern, aber auch von anderen Lernplattformen, von H5P-Aufgaben, von YouTube und so weiter zusammenstellen. Sie können auch Ihre eigenen Inhalte hochladen. Und wenn Sie fertig sind, dann schalten Sie das für die Schüler frei. Dann können diese darauf zugreifen. Aber das allein wäre ja noch nichts Besonderes. Bei uns ist es so, dass Sie, ich zeige das kurz mal her, was ich vorhin zusammengestellt habe, das wäre jetzt die Ansicht für Schüler. Bei uns ist es so, dass, wie Sie vorhin schon gehört haben bei der Kollegin, natürlich auch möglich ist, dass Sie Auswertungen zu den Aufgaben bekommen, dass Aufgaben automatisch überprüft werden können. Mein Kollege, der Herr Klaus Hammermüller, hält später noch einen Vortrag zur Learning Analytics, die auch bei uns hier integriert sind, um individuelle Lernpfade für einzelne Schülerinnen und Schüler zu gestalten, beziehungsweise um auch zu überprüfen, haben meine Schülerinnen und Schüler die Inhalte, die ich präsentiert habe, verstanden? Haben sie, in Geschichte ist das weniger ein Problem, aber in digitale Grundbildung zum Beispiel, wo es zum Teil ja auch um Logikfragen geht, haben sie die Aufgabentexte richtig verstanden? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, für jeden Aufgabentyp gibt es natürlich auch Werkzeuge, um das zu bearbeiten. In dem Fall können wir hier sämtliche Formatierungen, die Sie kennen, verwenden. Ein Schüler oder eine Schülerin kann hier einen Text eingeben und sobald er oder sie fertig ist, dann auch abgeben. Sie können das umgekehrt natürlich auch korrigieren. Ich bin bei einem anderen Vortrag mal gefragt worden, warum wir hier keine automatischen Auswertungen machen. Das möchte ich auch kurz erklären. Es gibt aus den USA relativ umfangreiche Studien dazu, dass Schülerinnen und Schüler relativ schnell heraus haben, wonach der Computer ihre Texte bewertet. Üblicherweise sind das ein paar vorgegebene Wörter, die vorkommen müssen oder Phrasen, die vorkommen müssen. Und das haben Schülerinnen und Schüler oft sehr schnell heraus. Das heißt, sie wissen dann genau, sie müssen bestimmte 5 Wörter eingeben, damit der Computer erkennt oder behauptet, dass der Text, der abgegeben worden ist, korrekt ist. Und dann verfehlt das ein bisschen natürlich das Ziel der Aufgabe. Und das ist der Grund, warum wir keine automatische Auswertung haben. Es wäre natürlich spannend, das Ganze mit einer Textanalyse zu verknüpfen. Dafür reichen in Österreich allerdings die vorhandenen Mittel nicht aus und wir haben auch keinen Datensatz, der groß genug wäre, um eine künstliche Intelligenz dafür zu trainieren. Aber um wieder auf das zurückzukommen, das ist natürlich nur eine Möglichkeit, Aufgaben zu stellen. Wir haben genauso, wie Sie es vorhin gehört haben, auch alle anderen Aufgabentypen. Sie können auch von anderen Lernplattformen Aufgaben importieren, beziehungsweise auch in die andere Richtung. Natürlich, Sie können auch Schulbuchinhalte beziehungsweise Aufgaben in andere Lernplattformen übernehmen.
Das Ziel ist ja natürlich immer die beste Form des Unterrichts und nicht, dass Sie jetzt da 100 Lernplattformen verwenden sollen. Was ich Ihnen aber noch zeigen wollte, weil ich vorhin das angesprochen habe, um wieder zurückzukommen, es geht natürlich darum, also unser Konzept basiert darauf, dass Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig arbeiten können und auch, wie wir es jetzt beim Distance Learning zum Beispiel hatten, auch ohne unmittelbare Präsenz einer Lehrperson arbeiten können. Und dazu haben wir verschiedene zusätzliche Features eingebaut. Das Wesentlichste ist unser Lexikon. Das Lexikon finden Sie entweder als Link, Sie können aber auch ins Suchfeld einfach einen Suchbegriff eingeben und Sie erhalten dann kurze Erklärungen zu diesen Wörtern. Das Suchfeld kann aber noch viel mehr. Wir haben uns bemüht, möglichst viele Inhalte aus möglichst vielen Fächern einzubauen. Wenn ich zum Beispiel nach Wasserstoff, die Abkürzung wäre H oder Helium wäre HE, suche, dann gelange ich sofort zu den Informationen, die zu diesem Element gehören. Unser Suchfeld findet natürlich auch zum Beispiel Länder. Das Internet ist gerade ein bisschen langsam bei mir, ich entschuldige mich dafür. Wo Sie zu jedem Land dann entsprechend viele Informationen finden. Aber Sie können auch zum Beispiel rechnen. Sie können umrechnen. Und vieles mehr. Und für Sie als Lehrerin oder Lehrer bieten wir natürlich auch zahlreiche Zusatzmaterialien an, die Sie frei verfügbar bei SIA finden. Ein wesentlicher Punkt bei uns sind Videos unter dem Titel Schulbuch.tv. Das wäre auch die Domain, die Sie eingeben können. Finden Sie etwa 250 verschiedene Videos, die Sie in den Unterricht einbauen können. Die meisten davon stammen vom ZDF, sind üblicherweise Ausschnitte entweder aus der Kindernachrichtensendung Logo oder aus der Dokumentation Terra X. Aber wir haben auch gerade jetzt bei der russischen Invasion in der Ukraine zum Beispiel interessant Interviews mit Politikern und Politikerinnen dabei. In dem Fall allerdings nicht, ich muss das kurz suchen, nicht die Kurzversion, die Sie zum Beispiel in der Zeit im Bild sehen, sondern tatsächlich die vollständigen Interviews, die zum Teil 10 Minuten und länger dauern können, sich aber gerade in Geschichte und politischer Bildung für Analysen eignen, beziehungsweise auch einfach, um Themen auch von anderen Seiten betrachten zu können. Und all diese Dinge finden Sie natürlich, wenn Sie eine digitale Unterrichtseinheit zusammenbauen, natürlich auch dann ganz leicht in der Lernplattform. Sie können jedes beliebige Element hinzufügen. Und alles, was wir quasi kostenlos dazu anbieten, können Sie mit einem einfachen Klick hinzufügen. Wie gesagt, auch für andere Lernplattformen haben wir Schnittstellen, wo Sie unsere Inhalte finden können. Das Gleiche gilt auch für Jedo. Da finden Sie die gleichen Inhalte, können das genauso zusammenstellen wie hier. Es ist technisch genau das Gleiche. Es schaut nur ein bisschen anders aus, weil es ein Kooperationsprodukt von zwei Verlagen ist. Und ja, dann komme ich wieder zu den Aufgaben zurück, zu denen ich noch zeigen wollte, wie Sie damit arbeiten können. Wie vorhin schon gesagt, Sie finden für jede Aufgabe Auswertungen. Das heißt, hier sehen Sie die Klasse. Es sind in dem Fall frei erfundene Schülerinnen und Schüler, keine Sorge. Sie sehen sofort, wie viele Versuche hat ein Schüler gebraucht. In dem Fall hat es noch keiner bearbeitet. Sie sehen auch, nach wie vielen Versuchen war es richtig. Sie sehen aber auch, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zum Beispiel noch häufiger dann versucht hat, die Aufgabe zu beantworten,
was er oder sie da gemacht hat. Und bei Multiple-Choice-Aufgaben zum Beispiel oder Lückentexten und ähnlichen Aufgaben sehen Sie auch, welche Auswahl getroffen wurde. Manchmal ist es ja so, das macht ja durchaus auch Sinn, bei Single-Choice-Aufgaben zum Beispiel oder auch bei Lückentexten verschiedene korrekte Antwortmöglichkeiten zu hinterlegen. Und hier könnte man sich dann ansehen, welche Auswahl wurde denn ganz konkret getroffen. Und das eignet sich natürlich auch, um dann mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Auswahl zu diskutieren. Denn alles, was Sie hier sehen, können Sie natürlich auch über einen Beamer oder über ein Smartboard der Klasse präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler umgekehrt sehen natürlich nur ihre eigenen Aufgaben und ihre eigenen Abgaben, erhalten aber genauso Rückmeldung. Und falls Sie eigene Aufgaben erstellen, beziehungsweise in meinen Schulbüchern habe ich das auch so gemacht, ist es möglich, individuelle Rückmeldungen zu geben, in der Form, dass man auf bestimmte Antworten reagiert. Das ist nicht immer notwendig, aber manchmal, man denke beispielsweise an eher, ich sage mal, kontroverse Themen zum Beispiel oder auch an sehr sensible Themen, beispielsweise den Holocaust in Geschichte, wo es durchaus Sinn macht, bei bestimmten Fragen, wenn es ums Überprüfen des Wissens geht, entsprechende Rückmeldungen zu geben, die über ein das ist richtig oder ein das ist falsch hinausgehen. Im Holocaust habe ich das gemacht, in dem Kapitel, wo es darum gegangen ist, ob der Holocaust stattfand und wie man das beweisen kann, sind natürlich Überprüfungsfragen dabei, die dann genau auf das abzielen. Und sollte eben tatsächlich jemand angeben, nein, den Holocaust gab es nicht, dann ist die Antwort eben nicht, das ist falsch, sondern eine ganz konkrete Rückmeldung, warum das falsch ist und auch, wie man zur richtigen Antwort kommt. Zu den Learning Analytics, das heißt zur Verknüpfung von gelösten Aufgaben, ob sie richtig oder falsch sind, und auch mit konkreten Kompetenzen oder Kompetenzmodellen, hält mein Kollege der Herr Klaus Hammermüller etwas später noch einen Vortrag, ich glaube aber in einem anderen Raum. Deshalb möchte ich da nicht allzu zu tief drauf eingehen. Was ich Ihnen nur kurz sagen möchte, wir haben die Möglichkeit, eben auch für die Learning Analytics Kompetenzen anzulegen. Das ist momentan noch ein relativ einfaches Ding. Sobald dann die konkreten Kompetenzmodelle vom neuen Lehrplan kommen, werden wir die alle einpflegen. Und momentan ist es so, dass Sie quasi angeben können, ob ein Schüler oder eine Schülerin die Kompetenz kann. Der Schüler oder die Schülerin kriegt auch die Rückmeldung, dass er oder sie jetzt etwas erlernt hat oder etwas besser kann als vorher. Und Sie können diese Kompetenzen auch mit einzelnen Aufgaben verknüpfen. In den Schulbüchern ist das auch gemacht, um quasi einen Fortschritt im Laufe der Zeit dann auch sich anschauen zu können und auch entsprechend bei, das klingt jetzt böse, bei Fehlentwicklungen natürlich auch entsprechend eingreifen zu können. Wie gesagt, mein Kollege, der Herr Klaus Hammermüller, hält dazu einen eigenen Vortrag, der ist unser Experte auf diesem Gebiet. Und deshalb möchte ich mich da nicht zu viel hinauslehnen, um ihm nicht zuvorzukommen. Dann meine Liste wäre ich eigentlich durch. Ich habe mir vorgenommen, für Fragen ein bisschen Platz zu lassen. Also falls Sie Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden haben, etwas nicht verstanden haben, weil ich mich schlecht ausgedrückt habe, stellen Sie das bitte einfach in den Chat. Dann kann ich das ganz leicht beantworten. So, ich schaue mal. Schnell den Chat aufmachen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für
Die Teilnehmer? Ah, Frage, okay. Kosten. Prinzipiell ist es so, dass Sie meine Schulbücher ganz normal über die Schulbuchaktion bestellen können. Da haben Sie das alles dabei. Bei den Schulbüchern auf Jedo ist es so, dass Sie auch hier diese Schulbücher ganz normal über die Schulbuchaktion erwerben können. Und Sie können zusätzlich auch als Unterrichtsmittel eigener Wahl nur in entweder meine eigenen oder die Schulbücher der Kollegen auf Jedo kaufen. Dann sind die Videos frei, die gelisteten Videos frei zu verwenden. Ja, sind die allermeisten Videos haben eine Creative Commons Lizenz. Bei den Interviews, die dürfen Sie auch frei verwenden. Die sind allerdings urheberrechtlich geschützt. Die bekommen wir von der Europäischen Union. Kann man mehr zu Jedo sehen? Freilich kann man mehr zu Jedo sehen. Das ist überhaupt kein Problem. Weiß nicht, was Sie sehen möchten. Insofern hüpfe ich mal wieder ins Inhaltsverzeichnis. Und noch da ist noch eine Frage, bevor ich Jedo noch weiter herzeige, wie kann H5P eingebaut werden? H5P bauen wir zu einem Großteil selbst ein. Das heißt, Sie können diese Aufgaben ganz normal wie jede andere zur Lernplattform hinzufügen und auch im Schulbuch bearbeiten. Die H5P-Aufgaben werden zu einem Großteil entweder auf dem Server des Lemberger Verlags gehostet und zu einem Teil auf Edovidual. Und selbstverständlich können Sie alle H5P-Aufgaben mit einem Klick unten auf Einbetten auch in andere Lernplattformen einbetten, beziehungsweise selbstständig weiterverwenden. Ja, zu Jedo noch schnell. Prinzipiell haben wir die Schulbuchstruktur übernommen. Wie jedes Schulbuch gibt es auch hier natürlich eine Übersichtsseite als Inhaltsverzeichnis. Dann die Seite habe ich vorhin hergezeigt. Der Aufbau ist immer einheitlich. Verzeihung. Am Anfang finden Sie ein Inhaltsverzeichnis, das die Struktur dieses Kapitels darstellt. Sie können einfach draufklicken und landen dann bei der entsprechenden Stelle. Wie in den Schulbüchern gibt es die Informationstexte, gibt es Aufgaben, in dem Fall eine offene Aufgabe. Und wir haben zusätzlich, was im Schulbuch natürlich aus Platzgründen nicht möglich ist, zahlreiche weitere Bilder auch eingefügt. Wie bei SIA funktionieren auch hier die Karten. Sie können unterschiedliche Ebenen aus- und einblenden. Sie können daraus theoretisch auch eine stumme Karte machen zum Bearbeiten natürlich. Und wie vorhin schon gesagt, aus Schulbuch.tv stammen auch hier die Videos, die Sie natürlich auch alle im Unterricht problemlos herzeigen dürfen. Sie sehen es auch hier, das ist mit Creative Commons by lizenziert. Wir haben auch vereinzelt 3D-Modelle drinnen. Falls Sie sich konkreter dafür interessieren, die meisten Inhalte von Jedo sind frei verfügbar. Sie brauchen sich auch nicht registrieren. Sie können sich einfach durchklicken und wir verschicken auch gerne Testzugänge, dass Sie sich das vollständig anschauen können. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende meiner Zeit angelangt. Ja, Und danke für die Aufmerksamkeit. vielen herzlichen Dank, Herr Magner. Vielleicht können Sie noch Ihre E-Mail-Adresse im Chat Ja. posten, da, falls es noch Fragen gibt, dass die Kolleginnen und Kollegen auf Sie vielleicht noch, also Sie Machen noch kontaktieren können. Das wäre super. Einen Moment.